Ich mag die mit dem Sonnenpriester, der sich in eine Händlerstochter verliebt, viel lieber. Ja, okay. Wird ein bisschen kritisch. Ein bisschen frivol, oder? Durchaus, durchaus. Ja, ich muss mich erst noch ein bisschen vorbereiten. Ich hab mal wieder... Mich super vorbereitet. Nee, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ja, diesmal hatte ich Bock, wieder weiterzumachen. Und ich würde gerne Fluch für die Dunkelheit. Ja, machen wir auch. Würde ich eiskalt... Ja, machen wir so, wie... Bleiben wir so, wie wir sind. Warte mal, ich will mal was gucken. Was habe ich denn eigentlich für Waffen? Ich habe noch viele, viele Fähigkeitspunkte. Ich weiß nur nicht, ob ich die jeweils brauchen werde. Drücke X, um einen Sprungangriff von einer Reitmaschine. Das brauche ich alles nicht. Schlag von oben. Werde ich Schlag von unten? Ja, nee, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Starker Schlag plus ist vielleicht gar nicht verkehrt. Aber dafür brauche ich das. Und dann 15 mehr Schaden bei Schlagangriffen. Auch nicht schlecht. Warum eigentlich nicht? Was haben wir hier? Zurückschlagen. Ja, nee. Niederschlagen. Obwohl, weißt du was? Das machen wir mal. Warum eigentlich nicht? Hab ich denn... Ja, ich habe schon so eine... Okay. Gut, nee. Wir sind eigentlich mehr als gut gerüstet. Und ich würde sagen, der nächste Anhaltspunkt... Ernsthaft? Wir machen Folgendes. Ich werde jetzt ein bisschen die Stelle sein lassen. Weil ich will das da und das da. Dann habe ich nämlich hier das Gebiet auch freigeschaltet. Machen wir das so. Und da werde ich jetzt auch nicht großartig hier rumrennen. Schnell reisen, da werde ich jetzt rumrennen. Ja. Das ist schön. Interessiert mich aber nicht. Ja, muss ich mal gucken, wie wir es am besten machen. Ich bin immer überlegen, die Details ein bisschen runterzuschrauben, um mehr FPS draus zu bekommen, aber auf der anderen Seite, werdet ihr wahrscheinlich eher gut Aufnahmen. YouTube unterstützt ja nicht 144 FPS oder mehr. Nur 60. Dementsprechend würde ich auch eher Qualität vor FPS Quantity bevorzugen. Ja, ich freue mich wie ein kleiner Spatz auf der Hand, weil scheinbar scheint Horizon Zero Dawn seit einiger Zeit gut bei euch loszukommen. Ich weiß noch nicht warum. Ich werde es jetzt einfach mal so belassen, ohne großartig was zu ändern. Ich hoffe, ja. Hoffentlich gefällt es euch so sehr. Gefällt es euch ganz gut. Ist auch ein schönes Spiel. Macht auch Spaß. Klar, natürlich. Ich hoffe nur, dass ich nicht derjenige bin, der das Spiel runterwertet. Aber ja, kann ich eigentlich so nicht meckern. Hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich darauf gar nicht geachtet hatte. Da ich ja auch viel für vorhinein aufnehme. Vielleicht ändert sich ja dann demnächst auch noch irgendwas in den Kommentaren. Das wäre jetzt an sich auch nicht schlecht. Aber das werden wir ja dann sehen, wie es kommt, ne? So, mit den... Ja, ich müsste eigentlich mal, wenn ich schon mal in der Nähe bin... Das stimmt, da hast du auch vollkommen recht. Boah, so ein Survival-Mod wäre natürlich auch, ich weiß nicht, wäre glaube ich ein bisschen übel. Wenn man jetzt zum Beispiel auch noch essen und trinken müsste hier und immer drauf aufpassen müsste, dass man zum Beispiel nicht hier so ein fettes, so eine fette Fellrüstung nimmt, wie die ich jetzt hier zum Beispiel trage. Wenn es halt wirklich irgendwo in der Wüste rumeiert oder wenn man im Kalten ist, dass man auch wirklich dementsprechend die Wärmerüstung trägt und so weiter und so fort. Aber dafür, dass es das Spiel jetzt auf PC gibt,
gibt es bestimmt irgendwie sowas. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ich muss auf jeden Fall wieder Blümchen pflücken. Das ist schon mal nicht schlecht. Weil wir natürlich wieder Heilung brauchen. Gibt es hier irgendwas in der Nähe? Nö. Dann können wir ja auch losrennen wie ein Bekloppter. Ja. Also dafür, dass ich eigentlich ursprünglich nur die Hauptstories durchpetzen wollte, funktionierte das nur semi. Naja, ist aber dafür, das Spiel ist lang genug. Also wer das Spiel 100% machen will, kann das gerne tun. Ich weiß gar nicht, was für ein, ob es hier einen prozentualen Fortschritt in dem Spiel gibt. So, dass man selbst mal lesen kann, okay, wie viel Prozent haben wir es im Let's Play gemacht. Zu wie viel Prozent habe ich das in meinem alten Spielstand gemacht, wenn ich den überhaupt noch habe und so weiter und so fort. Das wäre zum Beispiel auch mal eine Sache, die mal ganz interessant wäre. Aber ich glaube, bei großen Rollenspielen, das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ich glaube, manche große Rollenspielhersteller wollen das auch gar nicht. Was ich ein bisschen schade finde. Einfach nur so eine Prozentanzeige. Das würde mich zum Beispiel bei manchen Sachen wesentlich mehr animieren, um einfach Dingsbums, wie heißt's? Um einfach ja, gefühlt alles vorzubereiten beziehungsweise abzugrasen. Mal so ein bisschen. Ich meine, wenn man halt jetzt nur die Hauptstory durch hat und dann bei 30% ist, dann kann man zwar sagen, ich habe es durchgespielt, aber ich wage zu bezweifeln, dass man dann ein Experte ist. Dass sich der Spieler oder die Spielerin, je nachdem, wie man das sehen will, dann halt als Experte betitelt, weil man halt die Hauptstory durchgespielt hat. Da denke ich dann auch einfach, ja, nee. Ich meine, die Hauptstory durchpetzen, dafür muss man jetzt nicht zwingend Profi sein. Hallo Schweinchen. Ja, ich habe ja gesagt, ich werde jetzt die Tiere nur jagen, wenn ich sie brauche. Aber soweit ich das gesehen habe, brauche ich die nicht wirklich. Fischkreten, Seilwerfer. Ja gut, Seilwerfer benutze ich so gut wie kaum. Sind wir ehrlich. Und das hier eigentlich auch nicht. Also von daher eigentlich, ich glaube, ich bin mit der Kapazität, mit den Gegenden. Maschinenarsenal Pirsche entdeckt. Na super. Gibt es einen kaputten Wächter und hier gammelt irgendwo ein Pirscher rum. Oder zumindest soll hier ein Pirscher rumgammeln. Die Pirscher sind meine persönlichen Nemesis. Einfach aus dem Grund, weil es ja auch genauso Jäger sind, also so, weil ich mich ja hier auf Tarn so ein bisschen spezialisiert habe, so vom Gameplay her. Und ich es nicht wirklich hinbekomme. Begib dich an den Ort, an den Seil es genannt hat. Ja, das ist zwar schön und gut, aber was macht der hier? Hat mich jetzt leicht erschreckt. Ich weiß halt nicht, ob ich den jeweils kriegen soll. Gibt's hier noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Das bedeutet, alter Aloy. Habe ich dich. Der hat gesessen. Hat mich aber nicht gesehen. Der bleibt aber stehen. Das bedeutet, wenn ich ihn jetzt richtig treffe. Alter, wie riesig der auch ist, ne? Hat schon was. Jetzt hat er mich gesehen. Aber ich bin noch nicht in seinem Areal.
Wow. Och nee. Das war jetzt eigentlich... Ich bin noch nicht in seinem Areal. Also ich krieg noch nicht wirklich Schaden angezeigt. Aber ich mache auch kaum Schaden. Jetzt hat der hat gesessen. Der ist aber schnell unterwegs dafür. Noch macht er nichts. Ich will nichts sagen, aber ich habe es provoziert. Okay. Sturmvogelkralle. Saga wollte damit die Sturmschleuder verbessern. Oh, da war ja was. So, was haben wir denn hier? Draht ist voll. Na, das kriegen wir doch hin. Wunderbar. Ja. Gut, das können wir dann eigentlich auch machen, aber ich möchte jetzt erstmal... War es das dann eigentlich? Ja, ne? Ich habe dann zumindest alle Langhälse. Ja, gucken wir mal. Super. Noch ein Signal. Ja, ich weiß. Da ist ein Lagerfeuer. Das habe ich jetzt so entdeckt, ne? Na gut. Gucken, ob ich den One-Hitten kann. Normalerweise. Naja. Hey Aloy. Und jetzt? Ach, guck doch mal, der ist doch schon halb tot. Autsch. Es tut mir leid. Ich will zwar nichts sagen, aber das ist ein ziemlich guter Skill. Ja. Ja, also... Ein echter Glücksfund. Super. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Mädchen, aber... Okay. Ich muss zum Kopf des Langhalses hinauf. Das weiß ich. Die Frage ist nur von wo. Lass mich raten, wahrscheinlich von da oben. Wahrscheinlich von da oben. Gut. Da ist noch einer. Den kriege ich noch. Jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit. Das ist schön. Wäre auch schön, wenn ich ihn auch treffen würde.
wenn ich schon alle Zeit der Welt habe. Das lief besser als gedacht. Und immer schön leise. Warum leise? Ist doch nichts hier. Achso, ja. Dreh dich rum, dann macht's Aua-Bohaua. Super. Ich müsste von hier aus auf den Langhals springen können. Hab ich auch vor. Oha. Okay, jetzt hoch auf seinen Kopf. Ich hätte nicht gedacht, dass die das so simpel schafft. Aber okay. Super, dann haben wir auch schon wieder ein paar Karteninformationen bekommen. Ich will den Part heute nicht ganz so lang machen. Nicht, weil ich möglichst viel hier rausholen will, sondern einfach aus dem Aspekt her. Und weil ich mir noch was zu trinken holen muss. Haha, das habe ich total vergessen. Fertigkeitspunkt, okay. Oh, sehr nützlich. Die hab ich doch nicht alle platt gemacht. Also ich war das nicht. Weiß man nicht, wer das war, aber da hatte wohl jemand Bock. So. Wieder drei Fertigkeitspunkte. Mensch, 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 das geht ja hier Hand in Hand. Weißt du was? Werde ich zwar nie benutzen, aber komm, ich weiß sowieso nicht, was ich skillen soll aktuell. War das ein Schwein? Tatsache. Hallo kleiner Wächter, komm zu mir. Ich schieß dir jetzt ein Pfeil ins Bier. Nein, machen wir nicht. Nicht ins Bier, das ist gemein. Machte schon nicht. Hätte auch so nicht gemacht. Wenn wir uns ein bisschen schlau angestellt hätten. Was bestimmt mal richtig interessant wäre. Wäre Dingsbums. Mal ohne Pfeil und Bogen, nur mit Nahkampf. Schön. Oder... Diese Bestien werden keine unschuldigen Reisenden mehr töten. Ich weiß zwar nicht. Hallo Gockel. Oh, der hat gesessen. Der hat richtig gut gesessen. Schöner Pfeil. Ich meine, gut, wir spielen immerhin noch auf normal. Also dementsprechend sollte das jetzt nicht ganz so schwer sein. Sekunde. So, wunderbar. Ich... Was hat mich denn hier? Mist. Falscher Knopf.
Ich glaube, wir sind auch einfach overequipped. Für den ganzen Kram. Ich meine, viel Leben haben die nicht. 150, mehr wie 150. Wir haben den aktuell besten Bogen. Sieht aber ganz gut aus. Das sieht für mich aus. Es gäbe da Stress. Banditenlager. Unten? Händler? Hier gibt es einen Händler? Hm, das ist jetzt die Frage. Und ein paar Gefangene. Müsste eigentlich damit ausreichen. Da war das Blatt voll im Weg. Oh, Kacke. Was hast du jetzt? Na komm her. War zwar jetzt vielleicht nicht ein bisschen weit... So, Tarnkill. Wie? Es war kein Kopfschuss. Kopfschuss, Tarnkill, Fernkampfkill. Ich will ganz ich will 1 Million XP für irgendwelche Sachen. Nee, Quatsch. Man muss es ja nicht übertreiben. Ich kann durchatmen. Das stimmt. Jetzt muss ich nur gucken, wo hier ein Alarm rumeiert. Ich will jetzt aber nichts sagen, die Gänse sind da ein bisschen fehl am Platz, aber... Vor allem ist es nur eine Formation, ne? Und die bleibt... ist halt auch explizit da so drin geblieben. Das war's. Müsste doch eigentlich so langsam mal... Schenkt mir keine Beachtung. Ach Quatsch, doch alles gut, Aloy. Guck mal, ratzen die weg. Okay, der Alarm ist erledigt. Yep, das seid ihr. So, wo haben wir denn noch ein paar Leute? Ich sollte das im Auge behalten. Der Alarm ist auch schon längst im Eimer. Hm? Mausebein. Haben doch schon alles gemacht. So, so schon mal hier. Nur gucken, ob ich die Geisel noch befreien kann. Da sind Leute in den Käfigen. Den einen lasse ich nämlich hier liegen, würde ich sagen. Dann kann nämlich versuchen, mir noch die Ex... Ich lasse euch hier nicht zurück. So, komm mit. Du kommst mit mir. Super. Also nur gucken, wo wir hier rauskommen. Vielleicht haben wir sie verjagt, aber ich will mich drauf wetten.
So, weg mit dir. Gut. Ja, wunderbar. Das macht man eben mal schon auf die Schnelle. Easy. Wenn auch nicht schön. So. Dann will ich mal gucken, was kann er mir denn verkaufen? Schattensprengschleuder. Ja, nee. Schattenkriegsbogen brauche ich alles halt nicht mehr. Naja, was war am Hammer, ne? So, Modifikationen. Ich verkaufe alles, was nicht lila ist. Einfach, weil wir schon in dem Zeitpunkt des Spiels so viel Stuff haben, dass wir nicht mehr wissen, wohin. Bei den Outfits. Vorreiterin. Ja, es ist alles... alles ganz nett, es bringt halt auch nichts, aber... ja. Ja. So, ich muss jetzt mal ganz dringend wohin. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Ohne zu zögern. Sie hat sich zwischen den Mörder und unseren Sonnenkönig geworfen. Jetzt will ich aber nochmal gucken, ob ich noch irgendwas verkaufen kann. Rohstoff. Erstmal alles, was zum Verkauf gegen Metallscherben steht. Eigentlich könnte ich alles bis auf tierische Ressourcen verkaufen. Sind wir ganz ehrlich. Den Rest kriege ich schon irgendwie hin. Wenn ich es bereue, dann ist das eben so. Die tierischen Sachen behalte ich, weil ich keine Lust habe, da nochmal extra irgendwelche Tiere zu jagen, nur weil ich mal ein bisschen Platz brauche. Das sind meistens Sachen, um Munition herzustellen. Dementsprechend bin ich da ein bisschen vorsichtig, dass ich da nicht zu viel verkaufe. Super, jetzt haben wir doch wenigstens ordentlich Platz. Ja, nee, der Rest kann eigentlich so bleiben, wie er ist. Gut, dann würde ich sagen... zum nächsten Feuer speichern und dann muss ich noch mal ganz dringend auf Toilette mir was zu trinken holen, weil mir brennt die Kehle. War jetzt ein kurzer Part, okay, gebe ich zu, aber dann ist das so. Bis zum nächsten Mal. Ne? Macht's gut. Tschüss.